Hey, Leute! Ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Okami HD. Und diese Episode ist die 50. und ich bin wieder aus den Ferien raus und ich habe jetzt seit 1,5 Monaten nicht Let's Play. Wow, let's go. Ja, in der letzten Episode, was haben wir da gemacht? Den Gua-Tanz ausgeführt. Genau, jetzt ist die ganze Stadt wieder voller Kirschblüten und, ich kann noch... Ja, ich kann schon nachmachen. Ich muss nur kurz gucken. Ich müsste vorher noch ein bisschen was machen. Genau, wir haben alle Tintenfässer und... Oh, wir können theoretisch eine Gesundheit kaufen. Oder einen neuen Magen. Sehr so. Uiuiui, Logbuch. Also, was haben wir denn? Kaguyas Erinnerungen. Die königliche Siegel, Bambus, ein Sasa-Zuflucht. Okay, gut. Und zu Himeko kommen wir... Eh noch nicht da, da das... Das Feuer-Dingsbums ist so... Perlen, sunkenes Schiff, kaiserlicher Palast, Seiyan, Adelsviertel, Komuso und Bürgerviertel haben wir erst 2 gefunden. Sehr gut, gut. Ich muss noch gucken, wo unser Stand ist. So, es brennt jetzt. Haben wir den Dieb schon verfolgt? Das frage ich mich jetzt aber. Weil der sagt ja auf irgendwas von wegen Dieb, ne? Hallo? Sieh nur, unglaublich! Die Götter müssen meinen Frieden erhört haben. Die großen Laternen haben auf einmal angefangen zu leuchten. Das muss ein Zeichen des Himmels sein. Die Götter sagen mir, dass ich Hayato fangen soll. Er mag mit seinem Verbrechen bis jetzt in der Dunkelheit davongekommen sein. Aber jetzt kann er sich nirgendwo mehr verstecken bei all dem Licht. Ich kann es kaum abwarten, bis die Nacht beginnt. Ja, bis die Nacht beginnt. Ich muss sagen, wir helfen da ein bisschen... mit, damit es schnell Nacht wird. So, ist aber fies. Wenn man das erste Mal Okami spielt, denkt man sich, wo zum Teufel soll dieser Hayato sein? Und der versteckt sich hier. Ich meine natürlich hier, das war nur ein Test. Ist in diesem Stein drin. Ganz fies. Du hast mich gefunden. Nicht schlecht, Kumpel. Gar nicht schlecht. Darf ich mich selbst vorstellen? Mein Name ist Hayato, Herr der Diebe. Ich wurde geboren, um ein Taschendieb zu sein. Cool, war? Ja, man sagt, dass ich sogar die Taschen der Hebamme ausgeräumt hätte bei meiner Geburt. Sehr erfreut, eine Bekanntschaft zu machen. Und da haben wir ihn, diesen Hayato. Meister der Diebe, Hayato. Meister der Diebe? Das ist richtig. Aber Taschen leer zu räumen ist nicht meine einzige Fähigkeit, weißt du? Ich kann auch schnell rennen. Sogar schneller als ein Wolf. Ha. Huch. Du willst also sagen, dass du es mit uns aufnehmen kannst? Du magst vielleicht ein Meisterdieb sein, aber das Weltknoll hier ist ein Meisterempfang. Ganz egal, wer es ist. Dieser pelzige Fänger kriegt sie alle. Ganz besonders kleine Diebe wie dich. Oh, du glaubst, du kannst dir was von mir holen? Niemand kann es mit meinem Abgang aufnehmen. Das ist bis jetzt auch niemand und wird auch niemand schaffen. Leg dich mit mir an, du wirst meinen Staub fressen. Will das mit mir aufnehmen? Nun? Du bist schon so gut wie erledigt, Hayato. Es gibt kein Entkommen, wenn Ami sich erstmal an die Fersen eines Opfers gehängt hat. Oh, komm schon, probier's doch. Du bist doch keine Herausforderung für Yasuo, den Herr der Diebe. Erst eins, dann zwei. Hol sie dir in der richtigen Reihenfolge. Ich teile mich auf und verschwinde in einer Staubwolke. Also Feuer und... Ach, Kraftschnitt, sehr gut. Na, Kraftschnitt. Es ist nervig, wenn er irgendwas sagt, von wegen zuerst Wasser und dann irgendwie Symbol. So. Es ist ganz einfach. Zuerst müssen wir den Typen hier verbrennen und dann den Typen mit einem... Kraftstrich außer Kraft setzen, dann einfach boinks. Ha! Uah, verdammt nochmal! Und jetzt haben wir eine Taschenuhr gefunden. Jetzt müssen wir noch diesen Samurai-Typen finden. Hey, du da! Ist das deins? Ach, du bist das Hund! Ach, was hast du denn da? Das wird doch nicht meine wertvolle Glasuhr sein! Gegeben Glasuhr. Yay! Hey, um alles in der Welt hast du sie von Hayato zurückbekommen. Du musst so eine Art Wunder bewirkt haben. Und wir kriegen dafür natürlich Glück. Ist klar. So, und Hayato wissen wir, glaube ich, Milletklöße. Das Ding, das der eine Typ verloren hat. Wir müssen ihn noch 3-mal fangen. So. Jetzt fragt ihr euch. Genau, hier ist so ein
Leerer Pool. Sieht aus wie ein ausgetrockneter See oder sowas, nur in kleiner Form. Ich frage mich, wo das ganze Wasser hin ist. Naja, wo es hin ist, das weiß ich zwar nicht, aber wir können das Wasser ja... Nicht so, so blauer heiliger Rauch. Wir können das Wasser ja wieder rein befördern, ist ja kein Problem. So. Und es ist wieder da. Ja, Episode 5, es wird jetzt ein bisschen Stadtabenteuer sein. So. Weil wir haben ja noch gar nicht alles erforscht. Es fehlt ja noch so viel. Oh, Mann, oh Mann. Ich habe so lange nicht letztes. Es ist einfach so schön. Was ist das denn? So, das haben wir im Himmel gesehen, wir kommen noch nicht hin. Aber jetzt gucken wir mal, was da ist. So. Zack. Amaterasu. Hä? Woher kennst du Amis Namen? Oh, der winzige Hüpfer ist auch da bei dir. Nun, Hauptmann Waka hat gesagt, dass ihr zwei unzertrennlich seid. Wen nennst du hier winzig? Warte einen Moment. Hast du gerade Hauptmann Waka gesagt? Dieser Schwachkopf ist ein Hauptmann? Wir arbeiten für Hauptmann Waka. Der untersteht direkt Königin Himiko. Wir sind das Taumeister Sonderermittlerteam. TMSD ist okay, sehr gut. Aber du kannst uns Tau-Soldaten zur Abkürzung nennen. Das andere hat sich nicht so bewährt. Wer bist du denn? Tau-Soldat Kamo. Tau-Soldat? Ich weiß nicht, ob mir dieser Name gefällt. Oh, das ist unser Hauptquartier. Aber Hauptmann Waka ist gerade auf einer besonderen Mission unterwegs. Er hat mir von euch beiden erzählt, bevor er ging. Und er hat gesagt, ihr dürft unser Hauptquartier inspizieren, wenn ihr das wollt. Ha! Ich wusste, dass mit diesem Möchtegern-Propheten etwas nicht stimmt. Stimmte. Er wusste, dass wir kommen würden. Ich wette, dieser Ort ist mit lauter Fallen gespickt. Halt deine Augen offen, Ami. Ja, ja, unser Essen ist so paranoid wie eh und je. War hier nicht irgendwas? Doch, natürlich war hier irgendwas. Und zwar, komm, aufboxen. Meine Pferdestatue ist sehr schön. Sternzeichenschätze so. Ich wollte natürlich nicht sofort runterfallen. Wir inspizieren das mal, wenn Waka das schon so wollte. Dieser möchte gern Profit. Was ist denn mit dir los? Das ist schrecklich. Einfach schrecklich. Hey, was ist los, Häuptling? Hör mich an. Ich bin immer von Hauptmann Waka fasziniert gewesen. Darum habe ich so hart gearbeitet, damit ich den Tau-Soldaten beitreten kann. Ich werde immer noch als neuer Rekrut behandelt. Naja, fehlt da nicht irgendwas? Oder hat nur einer eine Maske? Aber so. Du sorgst dich wirklich um diesen Möchtegern-Propheten? Mann, das ist schrecklich. Nein, nein, das ist nicht, was ich gemeint habe. Der schreckliche Teil kam, nachdem ich beigetreten bin. Ich war erst ein paar Tage bei den Tau-Soldaten, als ich meine Tau-Maske verloren habe. Jedes Mitglied bekommt nur eine. Tau-Masken? Du meinst das Ding, das der andere Typ über den Augen trägt? Was ist so wichtig daran? Es ist wichtig. Der Hauptmann wird mich lynchen, wenn er das rausfindet. Oh Mann, oh Mann. Hä? Dieser Möchtegern-Prophet hat sie ja schon seltsame Angewohnheiten, wa? Ich ging raus, um zu spazieren und allen meine neue Maske zu zeigen, weil die so schön, so glänzig und golden ist, ne? Und da hatte mich dieser seltsame Mann angerempelt. Er muss sie da gestohlen haben. Ich weiß es. Wie kann man nicht bemerken, dass einem die Maske vom Gesicht genommen wird? Also, was ist denn jetzt? Ich kann nicht glauben, dass ich meine Tau-Maske verloren habe. Jedes Mitglied bekommt nur ein einzige. Hauptmann wird mich lynchen, wenn ihr das rausfindet. Sag mal, würdet ihr bitte nach der Maske in der Stadt suchen? Ich kann meinen Posten nicht verlassen und ich kann niemand anderen fragen. Ihr müsst mir helfen, bitte. Wenn ihr sie findet, dann werde ich euch ein Geheimnis über Hauptmann Waka erzählen. Ein Geheimnis? Intere. Hey, das sieht aus wie eine Kathedrale. Interessant. Was? Waka? Das ist eine beeindruckende Statue. Warte. Das nehme ich zurück. Ich will das Zeug von diesen Typen nicht loben. Ja. Blöder Waka. Das sieht interessant aus. Was ist das denn? Was für eine Vorrichtung ist das?
Wer könnte jemanden trauen, der so etwas heimlich benutzt? Mann, oh Mann. Wieder so ein lustiges Hologrammteil. Kann ich da auch was machen? Nö, ich genau. Oh, ich kann nicht mal drauf springen. Doch, ich kann drauf springen. Ha, macht doch nicht. Kann ich mich umgucken? Nö, okay, gut. Die Kamera ist gesperrt. Also interessanter Stützpunkt. Sieht sehr technisch neuartig aus. Vaka, was verschweigt er uns denn? So, ich frage mich aber, ich kann ihn doch mehrmals per Nacht herausfordern, oder? Der versteht sich doch immer da. Nee? Oder wechselt er einfach sein Versteck? Doch, der wechselt sein Versteck. Glücklich, weil du die Sachen zurück hast. Puh. Nun, du hast noch nicht alles gesehen. Mein Abgang kann nicht geschlagen werden. Erst eins, dann zwei. Hol sie dir in der richtigen Reihenfolge. Ich teile mich auf und verschwinde in einer Staubwolke. Jetzt sind es drei. Feuer, Kraftstrich und Wasser. Gut, das ist noch alles easy. Ich frage mich, ob ich jetzt theoretisch... Ich muss aber aufpassen, dass nicht... Ey, du Hund! Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, wa? Verdammt. Bisschen ist gut, wenn wir ihn aus den Augen verlieren, ist es vorbei. Hey, das ist ja eine Truhe. Wieso habe ich die Truhe nicht aufgehoben? Hey, passt mir, bist du... Verdammt, ich brauche ein Feuer. Hat jemand ein Feuerzeug da? Ach, das ist ja der alte Opa. Nein. Verdammt. Ich krieg dich, du Typ. Wo ist er denn? Ah, sehr gut. Oh, jetzt aber. So, Feuer. Check. Kraftstrich. Check. Und... Jetzt muss ich aber vorsichtig die Kamera angeln. Wasser, check. So. Meinst du, du hättest mir Probleme, wa? Nee, nee, nee. Oh, wie hast du das gemacht? So, was haben wir denn da? Die sehen aus wie Klöße. So, hoffentlich ist das Kind jetzt draußen, weil sonst muss ich Tag machen und dann... Ja gut, ist ja kein Problem, ich kann ja sofort wieder Nacht machen, ist ja nicht so wie früher. Aber jetzt, wieso habe ich die Kiste nicht aufgehoben? Bin ich denn des Wahnsinns? So, aber in der Stadt gibt es so viele Sidequests, das ist unglaublich. Also, seht ihr die Typis da, die am Steg warten? Also für etwas Glück können wir die rumfahren, wenn die richtig schnell sind, dann, natürlich ist das Kind nachts zu Hause, dann, haben wir schon mit den Typen geredet? Ich weiß nicht. Dann kriegen wir noch mehr Glück und so. Es gibt ziemlich viele Sidequests in der Stadt und ich werde jetzt nicht alles machen, ist klar. Aber das werden wir dann später alles noch machen. So Art etappenweise. Hallo? Hey! Habe ich recht mit der Annahme, dass du mich sehen kannst? Von allen Dingen. Also wurde der geisterhafte Raiden endlich von einem lebenden Wesen entdeckt. Und es stellt sich heraus, dass es ein süßes kleines Hündchen ist. Yay! Blitzgeist Raiden. Warum starrst du mich so an? Okay, ich habe also keine Beine. Gut. Aber ist das nicht normal für einen Geist in Nippon? Ich wurde von einem Blitzschlag getötet, weißt du? Und deshalb sehe ich hier so aus. Tja, es ist toll. Ich habe nicht Hunger und bin auch nie müde. Es ist die ganze Zeit nur Spaß. Es gibt nur ein Problem. Und das wäre, du Geist? Ich habe festgestellt, dass es nicht immer einfach ist, ein Geist zu sein. Ich meine, eigentlich kann es schon ein bisschen langweilig sein, jeden Tag nur rumzuschweben. Da mich niemand sehen kann, ist es schon ganz schön einsam. Aber trotzdem macht es die meiste Zeit doch Spaß. Ich sollte in der Lage sein, meine unheimlichen Kräfte zu nutzen. Genau, also merken für später, mit denen können wir noch nichts machen. Okay, ich würde mal sagen, dann machen wir schon mal Tag, damit wir dem Kind einfach die Klöße geben können. Yay, es ist nicht schön, ein Gott zu sein. Oder eine Gottheit eher. A Deity. Hallo, Kleiner. Das gehört doch dir, oder? Wir geben Minetklöße. Hey, meine Minetklöße. Wo hast du sie gefunden? Danke, dass du sie mir wiedergebracht hast, anstatt sie zu essen. Yay.
bisschen gedauert. Jo, das war's jetzt, oder? Ich habe gespielt, dass ich ein Held bin, der gegen Monster auf der Uni-Insel kämpft. Warum willst du nicht mitspielen? Mir ist egal, dass du ein Hund bist. Nur ein Hund? Wüsstest du wohl, was ich bin? Naja, aber Ami ist ja so schön bescheiden. So, das ist ein interessantes Haus, nicht wahr? Aber es gibt natürlich einen Weg rein. Schöneres, wa? So. Dann plündern wir dieses Schatzgebäude da schön aus. Oh, Leute, es ist so schwer, wieder zu Let's Play. So, wir haben ein Räuchergefäß erhalten. Ein leckerer Knochen. Und ist hier noch was? Ein Gong? Ein paar kaputtbare Dinge. So. Aber da ist noch was drin. Oh, da ist auch noch was. Eine Perle. Yay! Schön. Ansehen. Was ist mit diesen unachtsam übereinander gestapelten Strohmatten? Diese Stroh hat einen starken Geruch. Oh. Es ist interessant. Ui. Ui, geschafft. Das war... Oh, knapp. So. Hallo, Kiste. Oh, so. Ah, schön viel Geld wieder für uns, damit wir uns neue Sachen kaufen können. Das benutze ich eigentlich nicht so oft bei mir. Wir haben jetzt das goldene Tintenfass, alle Tintenfässer. So, Kristall, Exorzismus S. Ja, komm, komm, komm. Oh Mann, das ist so schön. Jetzt gehen wir auch da hin. Wow, nicht runterfallen. Jetzt gehen wir runterfallen. Yay. So. Oh, ein Fragment der Sonne. Ah, 3 Sonnenfragmente gesammelt. Sehr schön, jetzt haben wir noch mehr Solarenergie. Jetzt muss ich das auch nicht so verkaufen, so. Das wäre doch alles hier drin, wenn ich mich nicht... Kann ich da noch irgendwas holen? Das sah doch aus, als ob ich da noch irgendwie hoch kann. Ja, war doch klar. Und Glasperlen. So, verkaufen werden wir Spiel. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 156.000 Yen. Sehr schön, das gefällt mir. Hören wir jetzt... Ach stimmt, Pesthauch haben wir ja bekämpft. Klar. Ja, das war doch... Vor bei Episoden. Die ich gekränkt, habe ich das genannt, oder? Doch. Oh, Leute. Das ist schön. Schön. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. Jetzt können wir noch da reingucken gehen. So. Ah, genau. Da war ja noch was verbuddelt. Wie der Frau das auch egal ist, dass wir was ausbuddeln. Kristall. Sie sieht irgendwie aus wie ein Modehaus. Hallo. Frau Fächer. Ach, mit diesem Mann hat man nur Kummer. Mein Ehemann versucht, ein neues modisches Design zu schaffen. Er ist im Nachbarzimmer so sehr darauf konzentriert, dass er keinen Finger rührt, um mir zu helfen. Und dann hat auch noch dieses Gerücht alle unserer Kunden vertrieben. Vielleicht könntest du mal mit ihm reden, was? Ja. Gerücht? Was für ein Gerücht? Dieses Gerücht war ein harter Schlag für unser Geschäft. Das kann ich dir aber sagen. Hast du die Weidenbäume draußen vor dem Geschäft gesehen? Die Leute sagen, dass nachts dort ein seltsamer Geist erscheint. Aber er scheint niemand zu schaden. Vielleicht ist es nur die Faulheit meines Mannes, die schlecht für das Geschäft ist. Vielleicht könntest du mal mit ihm reden, was? Also gut. Was bist du denn für ein... Bekratz dich erstmal, ist klar. Herr Chick. Oder Schick. Oder Ski. Oder wie auch immer. Boah, ist ja ein richtiges Puzzle. Oh, hallo, weißes Hündchen. Willst du einem alten Kriegskram Gesellschaft leisten? Ich betreibe hier dieses Kimono-Geschäft. Aber ich habe das Gefühl, ich muss mir mal frischen Wind hier reinbringen. Ich bin es langsam leid, immer dieselben Farben zu sehen. Och, Mann. Ich war gerade dabei, mir ein neues, aufregendes Design auszudenken. Kimono-Designer Herr Schick. Das Problem ist nur, dass es schwieriger ist, als ich gehofft hatte. Ich bin so verzweifelt, dass ich sogar dich um Hilfe bitten möchte, Hündchen. So, wie er uns um Hilfe bitten will, das werden wir aber erst in der nächsten Episode erfahren, denn ich will nicht überziehen, das dauert dann zu lange. So, Leute, vielen Dank fürs Zugucken, es war wieder schön zu Let's Playen und ja, wir gucken dann mal, was wir in der nächsten Episode noch alles so hinkriegen. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.